Beim Ausbruch der Corona-Krise hat sie mich direkt getroffen. Ich hatte an diesen 3 Wochenenden, als dann alles geschlossen wurde, vor, zweimal Enneagrammkurse zu machen, hier in Haus Salem und in Gotha, also Kurse, wo man drüber nachdenkt, wer bin ich eigentlich selber und wie begegnen wir uns Menschen. Und ein Bibliodrama wollte ich in Haus Salem machen und das ist alles weggefallen. Und das tut weh, weil das Freude macht, solche Kurse zu machen. Und weil es Menschen gut tut und weil es mir auch gut tut, zu sehen, was wir da alles so miteinander und mit Gott erleben. Ja, das war das Erste, was mich getroffen hat. Das Zweite, wir haben 5 Kinder und die sind alle irgendwo verstreut und wir können telefonieren, aber man kann sich halt nicht mehr sehen und in den Arm nehmen und irgendwo ein bisschen gemütlich zusammen sein. Das tut weh. Und wenn dann noch 3 Enkelkinder in Norwegen sind, 3 Mädchen, die man eigentlich gerne hier hätte, und was aber gerade nicht geht, und ein kleiner Peer hier in der Nähe wohnt und man kann ihn auch nicht in den Arm nehmen, das ist irgendwie schade. Ja, und dann wollte ich noch nach Langeoog eigentlich Kurpastor sein ab Anfang Juni, aber ich befürchte, das wird auch nichts. Okay, das ist das, was uns wehtut bei Corona, aber sonst geht es uns ausgesprochen gut. Wir gehören nicht zu denen, die 3 Kinder zu Hause haben und wir gehören nicht zu denen, die Angst haben müssen um ihre Arbeitsstelle. Also so diese äußerlichen Bedingungen sind bei uns einfach alle gut, sodass wir keinen Grund haben zum Klagen. Und es wird uns auch nicht langweilig. Es gibt genug aufzuräumen, was man machen kann. Wir gehen jeden Tag spazieren. Immer 1 Stunde oder 1,5, weil es einfach dem Körper und dem Geist gut tut. Und wir können über alles reden, wenn irgendwas schwierig ist. Also das ist schon eine privilegierte Situation, in der wir sind. Und darum haben wir keinerlei Grund zum Klagen. Und zwischendurch habe ich dann auch ein bisschen Zeit, was zu tun. Und ich arbeite ja gern mit Holz. Ich habe gerade gestern diesen schönen Engel hier fertig gemacht und das macht auch Freude, ist ja auch ein Symbol für die Nähe Gottes, der uns begleitet. Ja, ich habe seinen Engeln befohlen oder Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und dann mache ich noch so kleine Kreuzchen. Das macht mir auch Spaß, aussägen und schleifen und so. Und da hat man so was Handfestes in der Hand und wird daran erinnert, ich bin nicht allein, Jesus ist bei mir, so wie er es versprochen hat. Also, von daher, Corona ist für die Welt schlimm und für viele, viele Menschen, für uns ist es kein Riesenproblem. Jedenfalls haben wir eigentlich keinen Grund zum Klagen angesichts all des anderen, wo Menschen wirklich Grund zum Klagen haben. Ja, ich gehöre zur Corona-Risikogruppe, weil ich 72 Jahre alt bin. Mein Herz läuft aber gut, dank Herzschrittmacher, aber es ist auch stark, auch weil wir uns viel bewegen. Und von daher fühle ich mich jetzt nicht besonders gefährdet. Und darum ist es okay. Der Coronavirus macht mir trotzdem Angst. Ich mag keine Krankheiten. Ich bin da immer ein bisschen überängstlich. Ich mag mein Leben gerne selber in der Hand behalten und selber entscheiden und selber zuständig sein. Und Krankheit, nimmt einem das Leben aus der Hand und man weiß nicht so richtig, was wird und das mag ich nicht. Das ist etwas, das muss ich noch lernen und da bin ich auch jetzt gerade dabei, das zu lernen. Ich bin da vorsichtig bei Corona. Meine Frau geht einkaufen. Obwohl immerhin einmal war ich auch schon Getränke kaufen und heute Morgen war ich auch einkaufen, einen großen Wagen voll und es war alles überhaupt kein Problem. Aber ich habe trotzdem Angst vor dieser Krankheit. Ich habe es mir aus der näheren Bekanntschaft erzählen lassen, wie 2 Eltern und ein Kind das erlebt haben und echt K.O. waren und platt, wie sie das beschrieben haben, und keinerlei Kraft und sich das über Wochen hingezogen hat. Und da habe ich gemerkt, also diese Krankheit ist kein Kinderspiel. Und manche, so hört man es ja oft, die nehmen sie mit, ohne sie richtig gemerkt zu haben. Aber ich brauche das nicht. Und darum bin ich etwas vorsichtiger und auch ängstlich an der Stelle.
Und die Leute, die das alles so locker sehen, die mag ich an dieser Stelle so nicht, weil wer es locker sieht, gefährdet schnell die anderen und das brauchen wir alle nicht. Freue ich mich auf die Gottesdienste am Sonntag? Ja, natürlich. Ich freue mich, dass die Möglichkeit wieder da ist und dass viele Menschen wieder einen Platz haben und Gottesdienst mitfeiern können. Und wenn es ihnen gut tut, und hier bei uns in der Kirchengemeinde ist ja viel Kreativität. Auf der anderen Seite, ich werde am Sonntag nicht da sein. Ich finde es halt auch ein bisschen arg künstlich. Und ohne zu singen und so einen Sicherheitsabstand und danach nicht nochmal irgendwie sich begegnen und immer auf diese blöde Krankheit gucken, ich müsste mich dann noch dran gewöhnen. Also von daher gönne ich das am Sonntag allen, die hingehen, finde schön, dass es das gibt, aber mich wird man am Sonntag nicht sehen. Ich bin dann hier am Fernseher und gucke mir das an oder übers Internet und es wird ja übertragen. Ich habe übrigens noch nie so viele Gottesdienste wahrgenommen wie jetzt in letzter Zeit. Sowohl bei unserer Kirchengemeinde als auch über Langeoog und viele, viele Orte, wo Gottesdienste übertragen werden. Das ist auch ein großes Geschenk von Corona. Ja, also ich bin am Sonntag nicht dabei, aber am Samstagabend danach bin ich natürlich dabei, denn ich bin zuständig für den Gottesdienst. Und er hat auch noch das verblüffende Thema, was ich nicht jetzt ausgesucht habe, sondern was damals schon festgelegt wurde, Psalm 84. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Also da freut sich jemand an dem Haus Gottes und ich freue mich auch an unserer Kirche. Und wollen wir mal sehen, was wir an dem Abend so miteinander machen, wie die Freude am Haus Gottes bleiben kann. Auch wenn Corona uns da irgendwie dazwischen funkt. Ja, wie hilft mir mein Glaube, ich würde mal so sagen, mit der Angst umzugehen? Ich mache das zurzeit bei all den Sorgen, die ich habe. Ich setze mich oft abends, das habe ich mir jetzt seit einem Monat oder so angewöhnt, wenn es nicht zu kalt ist, abends noch mal so von 10 bis 11 eine Stunde einfach auf die Terrasse. Und ich bete und ich gucke mir den Sternenhimmel an und ich komme einfach innerlich zur Ruhe und sage so, lieber Gott, ich bin jetzt hier und du bist auch hier, begleite mich und stärke mich. Und da kann ich beten für Menschen, die das jetzt nötig haben und die man begleiten muss und die ich dann auch anrufe ein paar Tage später, die mir dann einfallen. Und dann mache ich in letzter Zeit noch was, und zwar hauptsächlich dann, wenn der Mond aufgeht. Ich gehe dann auf die Terrasse und nehme mir meine Gitarre, so immer um 9:30 oder was. Das kann man ja zurzeit alles machen, das sind ja Sachen, die man sonst gar nicht machen könnte. Und stelle mich einfach auf die Terrasse und singe Lieder. Und das erste Lied, was ich immer singe, heißt: Nun wollen wir singen das Abendlied und beten, dass Gott uns behüt. Und die zweite und die dritte Strophe, die heißen: Es weinen viel Augen wohl jegliche Nacht, bis morgens die Sonne erwacht. Die Sorgen, sie stehen um das Lager her, die Sorgen, sie lasten so schwer. Und irgendwie tröstet mich dieser Text. Der sagt mir irgendwie: Du bist nicht der Einzige, der manchmal Sorgen hat und der nicht weiß, wie es weitergeht. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Und manchmal auch das Weinen in der Nacht, wobei ich das noch gar nicht machen musste. Also da merke ich doch, mir geht es doch ganz gut. Und dann singe ich: Der Mond ist aufgegangen. Und das ist einfach so schön, das abends zu singen, das ist für mich die schönste Zeit des ganzen Tages. Und da kommen diese zwei schönen Strophen vor. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und manchmal machen wir uns auch durch die Angst verrückt. Und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Und es tut mir einfach gut,
solche Lieder zu singen, die stärken mein Herz. Und wenn ich dann noch Lust habe, dann singe ich noch Gott ist gegenwärtig. Ich glaube, das hat 7 oder 8 Strophen. Und das ist einfach schön, in einem Abend solche Lieder zu singen. Und das tut meiner Seele gut. Ja, ich kann Corona auch etwas Gutes abgewinnen. Erstmal kann ich ihm überhaupt nichts Gutes abgewinnen, wenn ich mir sehe, wie viele Menschen auf dieser Erde sterben und wie viel Leid in Familien kommt und wie viel Krankheit, dann finde ich, diese Krankheit ist nicht dazu da, dass wir ihr was Gutes abgewinnen, sondern sie ist einfach nur schrecklich. Aber wenn es nun so ist, dann muss man halt das Beste draus machen. Und da finde ich, da passiert ganz viel. Also ich habe unsere Kirchengemeinde noch nie so kreativ erlebt. Diese Worte zum Tag und diese Herzschlag-Texte, wie wir den gerade hier machen, oder was der Jugendarbeit einfällt, das ist einfach verblüffend, wie viele Menschen was zu sagen haben und da ihre Gaben einbringen. Das finde ich ganz schön. Und ich nutze diese Zeit auch, ich telefoniere viel auf einmal mit Menschen, mit denen ich lange nicht mehr im Gespräch war. Und auf einmal sagt man, ach, da gibt es doch den noch und den, guck doch mal, wie es ihm geht. Und dann ruft man an und dann kann man sich unterhalten und dann freuen sich die anderen und ich freue mich selber. Also es ist eine Zeit, wo wir nach außen einsamer gemacht werden, aber wo ich spüre, nach innen können ganz viele neue Beziehungen entstehen oder auch alte gepflegt werden. Und das ist was Schönes. Ob unsere Gesellschaft dadurch verändert wird, da bin ich eher ein bisschen skeptisch. Ich befürchte, wenn das alles vorbei ist, dann werden wir sagen, endlich können wir wieder alles machen wie früher. Obwohl, ganz glaube ich es nicht. Also vielleicht ändert sich auch was. Und nach Corona wird irgendwas besser als vorher. Jedenfalls merken wir, dass es so viele Dinge gibt, die wir für lebensnotwendig halten und die man überhaupt nicht braucht. Und dass die kleinen Begegnungen so viel Freude und Kraft ins Leben bringen. Ja, sonst kann ich Corona natürlich auch abgewinnen, dass ich jetzt viel Zeit habe oder mir nehmen kann, um solche schönen Holzsachen zu machen. Und dann habe ich gedacht, also vielleicht braucht ja jemand von Ihnen auch so ein Holzkreuzchen. Also die ersten 3, die sich melden, denen schicke ich das zu und die können sich dann auch daran erinnern, Jesus ist da und er begleitet uns auf all unseren Wegen. Das gilt denen, die die Kreuzchen dann haben, aber das gilt natürlich auch uns allen. Und ich schließe mit einer schönen Strophe, aus einem schönen Lied. Die alten Lieder des Gesangbuchs entdecke ich übrigens auch ganz neu in dieser Zeit. Und die heißt, sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Verricht das Deine nur getreu und traue des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht.